Ja, liebe Leute, es ist soweit. Weitere Spoiler sind rausgekommen und ich kann die Füße nicht stillhalten. Ich will heute noch einmal mit euch darüber reden. Denn es wurde wieder eine Theorie wahr. Wir wissen jetzt, wo Pluton ist und Green Bull zeigt seine erschreckenden Fähigkeiten. Außerdem wissen wir jetzt, dass Ruffy, Law und Kid ein 3 Milliarden Barry-Kopfgeld bekommen haben. Alle das Gleiche. Lasst uns über alles reden. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und ich würde sagen, ab dafür. One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Also zu dem gestrigen Spoiler-Video haben sich noch ein paar Sachen ergänzt. Die eine Sache ist die Sache, die ich schon seit Wochen, Monaten, sogar schon fast seit 2 Jahren predige. Itetsu Tenguyama, der Typ mit dieser Maske, dieser Schwertschmied, ist der Opa von Momo. Also der Vater von Oden, der damals verstorben sein sollte. Der hat sich aber irgendwie dann wohl versteckt oder sonstiges, weil er schon diesen Plot mit den Kurosumis, mit Orochi und so vielleicht gerochen hat oder sonstiges. Kozuki Sukiyaki heißt er eigentlich. Und es war so ein bisschen offensichtlich, weil im Anime hatten sie den gleichen Synchronsprecher im Japanischen, die beiden Charaktere, und Oda hatte gesagt, mal in Databooks bzw. in FPS hat er gesagt, dass die das gleiche Hobby haben, diese Puppen sammeln, was sehr speziell ist, wo man auch schon die beiden Charaktere verknüpft hat, dass es vielleicht dieselben sein könnten, aber es ist jetzt soweit und dieser Typ, Odens Vater, ist überwichtig, denn er redet mit Robin. Apropos, Robin ist nicht entführt worden, was man ja hätte denken können, aber nein, es ist so, wie wir auch es vermutet haben, sie ist da mit den Pornoglyphen in Gange und zwar nicht alleine, sie hat diesen Opa von Momo dabei und der enthüllt mal eben was überkrasses. Der enthüllt einfach, dass Pluton, eine der 3 antiken Waffen, hier auf Wano Kuni ist. Pluton, das große Kriegsschiff, das krasseste Kriegsschiff aller Zeiten, heißt es, soll dort auf Wano Kuni sein. Und das waren auch die letzten Gedanken von Big Mom. Jetzt kann man die endlich mal einordnen. Sie meinte auch, ein wichtiger Teil des One Pieces und so ist hier auf Wano. Natürlich, weil man für das One Piece auch die 3 antiken Waffen braucht. Und Pluton soll sich hier im Land von Wano Kuni befinden. Wenn es dann wirklich ein großes Kriegsschiff ist, frage ich mich, wo soll das sein? In der Magma-Kammer irgendwie unterirdisch, in den Vulkan irgendwie eingesperrt oder irgendwie was komplett anderes, dass vielleicht der Vulkan als solches schon Pluton ist oder so. Und jetzt kriegen wir auch eine Info, und zwar auf Alabasta. Das Pornoglyph dort soll wohl die Location enthüllt haben. Also das steht hier so. Jetzt ist die Frage, hat das Alabasta-Pornoglyph die Location von Wano als solches enthüllt oder von Pluton? Das bedeutet, haben wir jetzt vielleicht in ein paar Kapiteln schon Pluton im Besitz der Strohhüte? Also das wäre geisteskrank, wenn sie jetzt wirklich es schaffen, eine antike Waffe noch sich zu sichern. Und das war höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum Kaido auf Wano Kuni sich niedergelassen hat vielleicht. Ich könnte es mir vorstellen, eine antike Waffe, wenn die da ist und man ohne die antike Waffe vielleicht nicht das One Piece vollenden kann, dann ist es halt sicher, sich da drauf zu setzen, so, dann kann es keiner vor ihm kriegen. Das war schon ein guter Plan. Ich frage mich nur wirklich, was Pluton sein soll, aber wie krass ist diese Enthüllung, dass Pluton hier auf Wano Kuni ist, jetzt gerade. Und Wano Kuni ist ja jetzt auch nicht mehr so riesig. Wir kennen Wano Kuni ja jetzt, die einzelnen Bereiche, wie es aufgebaut ist und so, also es kann jetzt nicht mehr überkrass versteckt sein. Und Frankie hatte ja noch die Pläne von Pluton und hat sie ja verbrannt, deswegen frage ich mich, wo ist Pluton? Das muss ja dann ein antikes Schiff sein, was schon gebaut ist, aber das muss dann ja auch schon ziemlich alt sein, so, kann man das denn überhaupt noch segeln? Und wo könnte man so ein riesiges Kriegsschiff theoretisch verstecken auf Wano Kuni. Das müsste ja theoretisch im Vulkan unten irgendwie sein, aber so ein Schiff aus Holz jetzt in der Brennkammer von einem Vulkan ist jetzt nicht die klügste Idee, das da zu verstecken. Deswegen bin ich echt gespannt, wie Oda das jetzt versucht aufzubauen. Ich kann mir sonst auch überhaupt keinen Platz vorstellen, also wo das noch versteckt sein könnte auf Wano Kuni. Und wenn es dort im Vulkan irgendwie versteckt ist irgendwo, dann ist natürlich der nächste Gedanke, Kaido und Big Mom wurden da reingeprügelt, die sind jetzt eine Woche verschwunden. Wo sind sie? Also stell euch mal vor, die kommen wieder mit Pluton oder sowas. Das wäre ja natürlich der absolute Untergang. Und wieso hat Kaido das jahrelang nicht gefunden, halt, ist auch die Frage. Wenn er da jetzt Jahrzehnte auf Wano Kuni war, wieso findet der denn Pluton nicht? Weil Wano Kuni ist zwar nicht klein, aber trotzdem, er müsste ja jeden Grashalm umgedreht haben, theoretisch in all den Jahren. So, und jetzt natürlich die Thematik. Ruffy, Kid und Law haben alle das 3 Milliarden Barry Kopfgeld bekommen. Natürlich, Kaido und Big Mom zusammen hatten knapp, bis auf 10.000 Barry oder sonstiges, hatten sie fast genau 9 Milliarden Barry Kopfgeld zusammengezählt. Und das jetzt aufgeteilt auf 3, nämlich die 3, die sie besiegt haben. Jetzt jeder kriegt einfach 3. Ich finde das ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Also, überlegt mal. Ruffy hat Kaido alleine besiegt. Kid und Law im Tag-Team. Big Mom. Ruffy hatte schon 1,5 Milliarden. Also, er hatte schon relativ hohes Kopfgeld. Und obwohl er einen Kaiser ganz alleine besiegt hat, ist sein Kopfgeld weniger angestiegen als das von Kid und Law. Also, Kid hatte jetzt fast eine Versechsfachung von seinem Kopfgeld. Er hatte fast noch, oder er hatte mehr als doppelt so krassen Anstieg wie Ruffy damals. Wo alle jetzt so aus dem Häuschen gefallen sind, dass er von 500 Millionen Barry auf 1,5 Milliarden Barry ansteigt. Das war so ein krasser Anstieg damals, verdreifacht.
Verdreifachung, das war überkrass. Und Kid hatte vor Wano Kuni 470 Millionen nur, also noch weniger als Ruffy vorher. Und der hat jetzt einfach 3 Milliarden bekommen. Also wie geisteskrank ist dieser Anstieg, bitteschön, okay? Ich kann es natürlich ein bisschen verstehen, dass die Weltregierung einfach vielleicht nicht genau die Einzelheiten weiß, wer hat jetzt wen besiegt. Vielleicht heißt es nur, Kid, Law und Ruffy haben eine Allianz gegründet und sie haben die beiden Kaiser besiegt. Deswegen, wer hat jetzt da die Oberhand, weiß man nicht. Deswegen, alle kriegen 3 Milliarden. Weil sie jetzt alle so in der Lage waren, 2 Kaiser zu besiegen. Da ist keiner gefährlicher als der andere. So denken sie sich das. Aber auf der einen Seite frage ich mich dann als Zuschauer, wieso ist der neue Steckbrief von Ruffy dann mit Gear 5? Also das finde ich so krass, weil das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Ruffy hat diese Teufelsfrucht. Sie wissen, Ruffy ist als Nika zurückgekommen, als Joyboy. Der höchstwahrscheinlich, den sie am meisten fürchten. Und trotzdem kriegt er kein höheres Kopfgeld. Aber auf der anderen Seite, warum haben sie Ruffy dann den Kaisertitel gegeben und nicht den anderen, obwohl sie ja das gleiche Kopfgeld haben, wie der Kaiser geworden ist? Die ein oder andere Entscheidung finde ich ein bisschen fragwürdig. Kann ich auch verstehen, dass Leute darüber diskutieren wollen. Aber Leute, wartet erstmal ab. Das sage ich allgemein, auch zu dieser Buggy-Situation. Wartet die Zeit ab. Wartet ab, bis Oda das irgendwie erklärt. Alle sagen, Oda hat die Kaisertitel jetzt komplett an die Wand gefahren. Das ist jetzt komplett lächerlich. Man kann One Piece gar nicht mehr ernst nehmen, sodass er so einen wichtigen Titel wie Kaiser einfach so einem Joke-Charakter gibt wie Buggy. Okay, wartet aber ab. Vielleicht war es auch gar nicht der Plan. Vielleicht war ja auch der Pirat, über den Shanks reden wollte mit den Gorosei. Vielleicht war das ja Buggy. Das klingt jetzt erstmal weird und es war immer ein Meme, dass Leute das angenommen haben, aber jetzt ist halt wirklich die Option da. Wie sollte Buggy sonst diesen Posten bekommen haben? Also ist eine Option zumindest, dass Shanks vielleicht gesagt hat, okay, sollten die Kaiser jetzt da besiegt sein zu den Gorosei, vielleicht hat er das schon angenommen oder sowas, dann gibt ihm den Kaisertitel vielleicht als Schutzmechanismus für irgendwas. Das könnte ich mir vorstellen, dass Shanks vielleicht irgendwie das so gemacht hat. Nur der Grund halt, warum? Warum sollte Shanks zu den Gorosei gehen und sagen, gib mal lieber Buggy den Kaisertitel, nur vorübergehend, um vielleicht irgendwie die Konzentration abzulenken von was anderem oder irgendwas. Ich weiß nicht, was dahinter stecken könnte, aber auf jeden Fall interessant. Und interessant finde ich auch, dass sie Ruffy einfach in Gear 5, wie gesagt, auf dem Steckbrief abbilden. Also das finde ich ein bisschen krass, weil die Weltregierung sollte das ja eigentlich versuchen zu verstecken. Die Leute kennen zwar Joy Boy auch schon in Wano Kuni und so, die reden darüber, aber irgendwie ist das komplett weird, dass sie ihn darauf auch noch so abbilden jetzt, so abdrucken, die Steckbriefe. Egal, lasst uns zu Green Bull kommen, sehr interessant. Der Typ taucht auf und er sieht krass aus. Er trägt eine Sonnenbrille, wir sehen aber trotzdem auch seine Augen hier, also keine Augentheorie bitte wieder von links und rechts. Wie es aussieht, hat er eine schwarze Klinge, also ein schwarzes Schwert, was er trägt. Er kann seine Hände so lang machen, so hölzern, also wirklich die Naturfrucht, höchstwahrscheinlich eine Logia, vielleicht sogar eine mystische Zoan, irgendeine Waldgottgeschichte, denn er benutzt hier mit dieser Frucht, mit dieser Technik, eine Sache, die ich nicht gedacht hätte. Er absorbiert einfach King und Queen, Leute. So ist es. King und Queen, die ja irgendwo auf dem Festland waren, wo wir nicht wussten, was jetzt mit denen ist, die hat er einfach absorbiert. Wie Cell von Dragon Ball Z, wie Cell das mit den Cyborgs gemacht hat, absorbiert er hier King und Queen. Und sein wirklicher Name ist Aramaki. Aramaki heißt er. Und er kann Pflanzen kreieren, aber kann, wie gesagt, Leute auch absorbieren, deren Nährstoffe aus dem Körper ziehen. Frag mich nur, ob er sie jetzt getötet hat, King und Queen. Er hat die Nährstoffe rausgezogen, also denke ich mal, er hat sie jetzt umgebracht. Ich finde es sehr schade wegen King. Der hat ja auf Joyboy gewartet, der ist der letzte seiner Rasse. Also ich würde es schon echt schade finden, wenn er jetzt einfach so off-panel, das sieht man nämlich nicht, getötet wurde. Es hieß hier nur so irgendwie, er hat jetzt die absorbiert, die Nährstoffe von denen genommen. Aber warum? Und hat er jetzt die Stärke von denen auch absorbiert? Hat er jetzt die Kraft von denen? Oder war das nur so mäßig auftanken nach dem langen Flug oder so, tankt er sich wieder auf und ernährt sich halt so, weil er sich ja nicht über normale Nahrung ernährt. Ernährt er sich über die Nährstoffe, die er aus dem Boden zieht vielleicht. Ich bin gespannt, Leute. Das große Fest in der Blumenhauptstadt mit Feuerwerken und so findet auch statt. Und am Ende kommt Kid halt an mit der Zeitung und zeigt es halt Ruffy, was in der Zeitung steht. Also, dass Shanks, Blackbeard, Ruffy und Buggy halt jetzt die Kaiser sind und dass sie jetzt ein 3 Milliarden Barry Kopfgeld haben. Andere Infos stehen da noch nicht. Wir kriegen, wie gesagt, noch die Info von Hitetsu, dass der jetzt Sukiyaki ist, also der Opa von Momo. Und der enthüllt, dass Pluton hier im Land von Wano ist, zu Robin, vor dem Poneglyph. Also, wie krass, Leute. Wie krass ist dieses Kapitel. Und es kommen immer noch Sachen in dem Kapitel vor, die wir noch nicht kennen, die maximal interessant sind. Deswegen, wartet ab. Freitag gibt's die Review. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.